Todesflug, der krosse Absturz bei Kloten fordert 24 Tote. Eroberung, die nordafghanische Stadt Kunduz ist gefallen. Nebel, trüber Montag mit leichtem Regen. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau, die fast ganz im Zeichen des Flugzeugabsturzes steht. 22 Stunden nach dem Absturz des Crossair-Flugzeuges bei Bassersdorf, Schock und Trauer sitzen tief. Eine schwere Zeit für die leidgeprüften Angehörigen, ein weiterer Schicksalsschlag für die Schweiz. Die Crossair-Maschine vom Typ Giombolino, die von Berlin-Tegel herkam, war kurz nach 22 Uhr beim Landeanflug abgestürzt. Die Maschine flog über Winterthur, drehte dann rechts ab und wollte auf der Piste 28 des Flughafens Zürich-Kloten landen. Die Maschine flog aber plötzlich deutlich zu tief und stürzte bei Bassersdorf in ein Waldstück. Der Absturz hat 24 Menschenleben gekostet, 9 Menschen überlebten wie durch ein Wunder den Absturz. Der Wald zwischen Bassersdorf und Birchwil, übersät von Flugzeugtrümmern. Der Giombolino hat beim Absturz einige Bäume gestreift und abgeknickt. Die Schwanzflosse ragt praktisch unversehrt aus dem Unterholz. Vom mittleren Teil des Flugzeuges ist kaum mehr etwas zu erkennen. Ausgerechnet im Passagierraum kam es zu einem Brand. Fast 100 Menschen hätten hier Platz gehabt, doch der Flug beförderte nur 28 Passagiere und 5 Crewmitglieder. Pilot und Co-Pilot waren Schweizer und erfahrene Crossair-Mitarbeiter. An Bord dieser Maschine waren Deutsche, Österreicher, Niederländer, Israeli, Kanadier und Schweizer. Den ganzen Tag war die Spurensicherung im Gang. Die Ermittler konnten die beiden Flugschreiber bergen. Sie werden jetzt ausgewertet. 10 Leichen wurden am Mittag von der Unfallstelle weggebracht. Die Ermittlungen ergaben, dass auch die 14 heute Morgen noch als vermisst gemeldeten Personen beim Absturz ums Leben kamen. Die von Berlin kommende Maschine war nur noch 1,5 Kilometer von der Piste 28 entfernt, als sie gestern kurz nach 22 Uhr abstürzte. Diese Anflugroute von Osten wird seit dem neuen Staatsvertrag mit Deutschland nach 22 Uhr häufig geflogen. Dabei muss der Pilot die Flughöhe selbst überprüfen. Laut einem Augenzeugen war die Maschine im Schneeregen ungewöhnlich tief geflogen. Ja, ich war mit dem Hund unterwegs, kurz nach der 10. Und dann habe ich gesehen, eine Maschine über den Wald hineinkommen, ganz nahe bei uns, bei Chwil, über das Quartier hinein. Und kurz, es war aber nichts Abnormales, außer dass mich dunkel, der See tief, aber das ist schwierig zu beurteilen. Und anschliessend, kurz darüber runter, habe ich eigentlich ziemlich einen orangen Himmel gesehen, also wie eine Erscheinung, etwas blitzartig brennt, aber eigentlich kein Geräusch, nichts. Und ich habe eigentlich gedacht, ja, was war das gewesen? Und bin dann aber heimgelaufen. Und kaum die Hei habe ich die Polizei gehört. Und dann hat mir der Polizeivorstand angerufen und gesagt, die Feuerwehr sei aufgeboten wegen dem Flugzeugabsturz. Und dann bin ich sofort an die Unfallstelle. Als die ersten Retter nur 7 Minuten nach dem Absturz am Unfallsort eintrafen, kamen ihnen die 9 Überlebenden entgegen. Zuerst musste der Brand im Mittelteil des Flugzeuges gelöscht werden. Von den Überlebenden erlitten 2 schwere Verbrennungen. Dann begannen die über 100 Rettungskräfte nach weiteren Überlebenden zu suchen, ohne Erfolg. Der Absturz bei Bassersdorf ist das 3. schwere Flugzeugunglück im Umkreis des Flughafens Kloten innerhalb von 11 Jahren. 1990 raste eine Alitalia-Maschine in den Stadlerberg. Und im Januar 2000 stürzte ein Crossair-Flugzeug nach dem Start bei Nassenwil ab. Die Journalistin Anita Kunz, Reporterin des lokalen Fernsehsenders Tele M1, gehörte gestern Nacht zu den Ersten, die am Absturzort eintrafen. Ihre Bilder und Beschreibungen geben einen vertieften Eindruck, was kurz nach dem Unglück geschah. Heute beim Schneiden ihres Bildmaterials läuft die ganze Nacht noch einmal vor ihren Augen ab. Es war sehr ruhig, dunkel. Es war eine ganz komische, ruhige, besinnte Stimmung eigentlich. Aber doch ganz klar ein Einsatz, wo die Leute sind gesprungen und haben probiert, wirklich gerade als erstes noch zu schauen, ob es Überlebende im Wald die rumlaufen. Man hat gewusst, man hat einen Mann getroffen, der ist rumgelaufen, ganz verwirrt.
Und der war dann wirklich schwer verletzt und ist im Schock, hat gar nicht begriffen, was passiert ist. Und diese Leute wollte man unbedingt suchen. Es hat zu diesem Zeitpunkt noch 15 Vermisste gegeben. Ihre Tote habe ich nicht gesehen. Ich habe gesehen, wie sie einen verletzten Mann haben in eine Ambulanz hineingeführt haben. Und der ist wirklich halb gefroren im Schock, mit Wunden vor allem an den Händen, zum Arzt zu kommen. Bilder einer Katastrophe, die auch für jene schwer zu verarbeiten sind, die das Unglück aus einer gewissen Distanz verfolgt haben. In Bassersdorf begrüße ich meinen Kollegen André Franziskus. 24 Todesopfer hat das Unglück gefordert. Sind darunter auch die beiden Piloten, die ja etwas zur Absturzursache sagen könnten? Die beiden Piloten haben das Unglück leider nicht überlebt. Der vordere Teil des Flugzeuges wurde beim Absturz ja nicht völlig zerstört. Daraus haben viele geschlossen, die beiden Piloten könnten überlebt haben. Dies ist aber nicht so. Noch ein Wort zum Captain. Er ist ein Crosser-Pilot der ersten Stunde. Er galt als ruhig, überlegt und sehr erfahren. Wird jetzt bei Ihnen am Absturzort auch über Nacht weitergearbeitet? Nein, die Arbeiten wurden hier vor rund 3 Stunden eingestellt. Die Arbeiten sollen dann morgen wieder weitergehen. Es sind Aufräumungs- und Sicherheitsarbeiten. Das Gebiet, wo der Unfall passiert ist, wird zurzeit beleuchtet und es wird von Angehörigen der Armee und der Polizei abgeschirmt und bewacht. Was steht denn jetzt bei diesen Arbeiten im Vordergrund? Ja, bei Tageslicht morgen sollen diese Arbeiten weitergehen. Es geht dabei vor allem um die Bergung von Flugzeugteilen. Es geht dabei aber auch um weitere Untersuchungen, welche etwas zum Unfallhergang sagen könnten. Heute waren für diese Arbeiten hier vor Ort rund 150 Personen eingesetzt. Noch ist ja nicht klar, wer an Bord der Unglücksmaschine war. Wann wird die Passagierliste veröffentlicht? Ja, man kennt die Nationalitäten der Passagiere, man kennt auch einige Namen, aber die vollständige Passagierliste wurde bisher nicht veröffentlicht. Zuerst hieß es, das könnte im Verlauf des Abends geschehen. Die letzten Nachrichten der Crosser lauten aber, dass man Schwierigkeiten hat, auch weltweit die Angehörigen zu informieren. Und darum ist mit einer Veröffentlichung der Passagierliste nicht vor morgen oder vielleicht sogar übermorgen zu rechnen. André Franziskus, Sie haben mit Menschen gesprochen, die in der Nähe der Unglücksstelle leben. Was sagen die? Ja, hier vor Ort sind wenige erschienen, um sich ein Bild der Situation zu machen, denn das konnte man gar nicht. Die Unfallstelle ist abgeschirmt, die Unfallstelle liegt in einem Wald und der Wald war den ganzen Tag im Nebel. Mit wem man hier aber auch spricht, Traurigkeit macht sich hier breit. Aber auch ein Bewusstsein, was in der Nähe des Flughafens alles passieren kann, ohne diese Gefahr aufbauschen zu wollen. Wie vorhin schon gesagt, die Unfallstelle liegt im Nebel. Man hat hier auch den ganzen Tag Flugzeuge gehört, aber nicht gesehen. Und in dieser speziellen Situation löst dann schon ein etwas komisches Gefühl aus. Ja, danke vielmals, André Franziskus. Der Gründer und noch Verwaltungsratspräsident der Crossair, Moritz Sutter, erfuhr vom Absturz bei Freunden, mit denen er spätabends zusammensaß. Sutter reagierte auf die Nachricht vom zweiten Crossair-Absturz in den 2er Jahren nachdenklich und gefasst. Es ist in letzter Zeit ja so viel passiert. Ich meine, die tragischen Ereignisse, die wir ja alle am Fernsehen sehen in Amerika, dann die tragischen Ereignisse um Swissair das Jahr. Es ist ein tragisches Jahr für unsere Branchen und vor allem für uns hier in der Schweiz. Und es ist so viel auf mich als Mensch auch zugekommen das Jahr, dass man natürlich so ein Ereignis hier eigentlich fast besser durchsteht, weil man ist nicht so überrascht wie damals vor 2 Jahren, wo das wie aus einem heiteren Himmel das erste Mal passiert ist und man das gar nicht vorstellen konnte, dass Crossair einmal so etwas ereignet. In der Zwischenzeit habe ich sehr viel mitgemacht und bin dadurch auch viel stärker geworden und darum werde ich das auch durchstehen. In Basel begrüße ich jetzt André Dose, den Chef der Crossair. Herr Dose, der Krisenstab der Crossair tagt. Was macht dieser Krisenstab im Moment?
Der Krisenstab koordiniert und entscheidet über sämtliche Aktivitäten der Crossair. Insbesondere liegt natürlich die Priorität bei der Betreuung der Angehörigen und der Verletzten. Und zweitens, eine weitere wichtige Aufgabe ist die Unterstützung der Flugunfallbehörde. Sie sagten seit gestern mehrmals, man müsse diese Krise meistern. Wie sehr hat der Absturz gestern Nacht die Crossair in eine neue Krise gestürzt? Ja, es ist für jede Fluggesellschaft enorm schwierig, ein solches Unglück zu bewältigen. Wir sind alle stark betroffen und es gibt einfach gar keinen anderen Weg, als dass wir auch diese Krise jetzt noch zusätzlich meistern müssen. Aber Sie müssen ja zwei Crossair-Abstürze in den 2 Jahren verkraften. Wie wollen Sie da das Vertrauen der Passagiere noch gewinnen? Wie wollen Sie das machen? Das Vertrauen insgesamt in der weltweiten Luftfahrt ist natürlich im Moment angeschlagen und sehr schwierig. Wir sind jetzt vom zweiten Unglück betroffen, nachdem wir 25 Jahre lang verschont geblieben sind von einem Unglück. Und ich hoffe, dass wir sehr schnell Aufklärung über die Unfallursache erhalten werden. Was diese Ursachen oder Ursache angeht, wird ja ein Pilotenfehler, aber auch ein Defekt beim Flugzeug nicht ausgeschlossen. Was weiß man bis zur Stunde? Also man weiß technisch noch gar nichts über die Unfallursache. Das ist im Moment alles reine Spekulation. Es ist noch viel zu früh. Die beiden Flugschreiber und das Cockpit-Aufzeichnungsgerät wurden gefunden und werden ab morgen ausgewertet. Die Landepiste 28 beim Anflug von Osten wurde heute vom Bundesamt für Zivilluftfahrt gesperrt. Ist das ein Eingeständnis, dass diese Piste tatsächlich zu Problemen führen kann? Das kann ich zum heutigen Zeitpunkt nicht beurteilen. Es ist aber richtig, dass man diesen Anflug auch technisch überprüft und diesen Anflug im Moment suspendiert hat, bis sämtliche technische Abklärungen gemacht wurden. Herr Dosse, was bisher nicht diskutiert wurde, an Bord der Maschine befanden sich mehrere prominente Israeli. Wie beurteilen Sie die Wahrscheinlichkeit eines Terroranschlages? Auch das ist Spekulation. Man kann überhaupt noch nichts ausschließen. Da ist einfach die Zeit seit diesem schrecklichen Unglück viel zu kurz. Und ich bin aber überzeugt, dass die Abklärungen sehr schnell ergeben werden, ob es sich potenziell um ein Attentat handeln könnte. Danke vielmals, André Dose, Chef der Crossair. 9 Personen haben so etwas wie ein zweites Leben erhalten. Sie haben den Absturz überlebt. In Spitälern in Zürich und Winterthur werden sie gepflegt. 5 Verletzte wurden ins Universitätsspital Zürich eingeliefert. Helmut Scheben hatte dort Gelegenheit, mit Überlebenden über das Erlebte zu sprechen. Sie sind geflogen und dachten, sie landen jetzt. Und was ist dann passiert? Dann hat es irgendwie so wie eine harte Landung gegeben oder irgend so ein Stoss. Und dann, das Split-Sekunde war, hat es Feuer gegeben und die Leute haben angefangen zu schreien. Und ich habe einfach gewartet, bis es sich fertig bewegt. Und dann habe ich rundum geschaut, wo ist der Ausgang. Also vorne habe ich gewusst, es hat Feuer, kam ich nicht raus. Und von hinten hat es frischer Wind gehabt, es hat ein Loch gehabt. Und dann bin ich aufgestanden. Dann sind Sie durch den Wald. Und wo haben Sie die ersten Leute dann getroffen? Es hat einer, der vor mir war, der total in Panik war und weggerannt. Und es hat ein anderer, die war am Boden, wie ein nasser Lumpen. Und ich wollte gehen, weil ich Angst hatte, dass das explodiert. Frakturen am Bein und an der Nase, doch die seelischen Folgen sind schlimmer. Die Klinik bietet psychologische Betreuung an, auch für Jacqueline Badran, die nur leicht verletzt wurde. Und plötzlich hat es dann Bumm gemacht. Und ich habe gedacht, auweia, der landet aber heftig. Und dann ging es los, Bumm, 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 Welt um 180 Grad gedreht, ich war angeschnallt. Dann war Stillstand und ich saß angegurtet und mein Geschäftspartner lag ein paar Sitzreihen weiter auf der anderen Seite und ruft mir zu, schnall dich nicht ab, sonst fällst du. Und das Einzige, was ich wollte, ist mich abschnallen. Mich abgeschnallt und bin dann aufs andere Fenster rüber geknallt. Und vor mir hat es einfach ganz total gebrannt. Und dann habe ich mich umgedreht und gesehen, es ist frei hinten. Das Heck war abgebrochen, es war Waldboden zu sehen, verschneiter Waldboden. Und dann habe ich mich einfach da rausgestürzt.
Der 11. September, das Blutbad von Zug, das Grounding der Swissair, der Brand im Gotthard und jetzt dies. Und wo immer Worte der Betroffenheit und des Trostes nötig waren, Bundespräsident Leuenberger fand sie. Heute Mittag hat Leuenberger zusammen mit der Zürcher Regierungsrätin Rita Fuhrer den Ort des Absturzes besucht und hat uns nachher seine Eindrücke geschildert. Wir sahen das abgestürzte Flugzeug, das verbrannte Cockpit, der verschwundene Mittelteil und ein Heck, aus dem 9 Überlebende ausgestiegen sind und auf der Straße den Rettungsleuten entgegenmarschiert sind. Und gleichzeitig werden jetzt die Leichen geborgen. Wir haben das gesehen. Dieser Eindruck von Tod und Überleben gerade nebeneinander, das greift schon an den Grund. Sie haben jetzt innerhalb weniger Wochen schon mehrere Katastrophenplätze besuchen müssen. Was ist Ihnen heute da speziell durch den Kopf gegangen? Dass es an Bruchteilen von Sekunden gelegen haben muss, dass dieselben Leute, die jetzt gestorben sind, heute einen normalen Sonntag feiern könnten und ihre Angehörigen auch. Ich habe mich auch gefragt, immer wieder gefragt, wie lange geht es wohl, bis ein Passagier in einem Flugzeug realisiert, dass sich ein Unfall abspielt und bis er gestorben ist. Und das haben mir alle Fachleute gesagt, das sind Bruchteile von Sekunden. Und irgendwie, das tröstet mich noch, dass sie also nicht leiden mussten, dem Tod entgegenfiebern mussten. Das sind so Gedanken, die man sich in einem solchen Zeitpunkt macht. Sie haben heute an der Medienkonferenz gesagt, Ihnen sei auch durch den Kopf gegangen, warum schon wieder? Und haben aber dann gleichzeitig zu so etwas wie Mut und Zusammenstehen aufgerufen. Was können Sie dazu sagen? Verstehen Sie, es ist die 5. große Katastrophe innerhalb kurzer Zeit. Und da fragt man sich, warum schon wieder? Warum schon wieder bei uns? Warum wieder in meiner unmittelbaren Umgebung? Das durchschüttelt ja unser ganzes Land. Und man fragt sich, was gibt das für einen Sinn? Und wir Menschen, die wir ja überleben und die wir an eine Zukunft glauben, können ja nicht einfach resignieren. Wir wollen am Ende eines Tunnels wieder Licht sehen. Aufgrund der Passagierliste geht die Crossair davon aus, dass sich an Bord der Unglücksmaschine, wie schon gesagt, mehrere prominente Israeli befanden, darunter der Vizebürgermeister von Jerusalem. Auch die 34-jährige Popsängerin Melanie Thornton war an Bord gewesen. Sie alle haben den Absturz nicht überlebt. Thornton war unterwegs gewesen zu einem Auftritt bei TV3 und war kürzlich auch in der SFDRS-Sendung Megahertz aufgetreten. Erst ein halbes Jahr ist es her seit diesem Auftritt. Damals hatte sie ein neues Album herausgebracht, das ausgerechnet den Titel Ready to Fly trägt, zu Deutsch Bereit zum Fliegen. Eine schwierige Aufgabe hat jetzt auch wieder das Care-Team der Swissair. Es bemüht sich um die Angehörigen der Opfer und auch um die, die den Absturz überlebt haben. Das Care-Team der Swissair wurde 1998 gebildet und ist seither schon 14 Mal zum Einsatz gekommen bei ganz unterschiedlichen Unfällen und Katastrophen. Der Bericht von Daniel Weyer. Flughafen Zürich heute Nachmittag. Hier betreibt das Care-Team der Swissair die Hotlines. Noch immer werden aus aller Welt Anrufe entgegengenommen von Personen, die sich nach Angehörigen erkundigen. Ja, aber haben Sie schon probiert, Ihre Tochter zu erreichen, in Berlin oder in der Schweiz? Wo wir gestern Abend angefangen haben, rund 10:30, seither sind ungefähr 1500 bis 2000 Anrufe gewesen. Eine der zentralen Aufgaben des 30-köpfigen Care-Teams ist die Betreuung von Angehörigen der Absturzopfer. Mitten in der Nacht wurden die ersten mit einer Crossair-Maschine von Berlin in die Schweiz geflogen. Seither werden sie rund um die Uhr betreut. Unter anderem wurde mit ihnen auch die Absturzstelle bei Bassersdorf besucht. Wir haben festgestellt, dass die Leute innerhalb kürzester Zeit sagen,
wir möchten dahin, wir möchten unbedingt das sehen, wo unsere Liebsten, unsere Angehörigen umgekommen sind oder auch nicht. Oder sie möchten vielleicht auch sehen, kann man vielleicht noch irgendwas machen, wurde irgendwas vergessen. Das sind alles so Sachen, die ablaufen in den Menschen in so einer Situation. Mit dem Care-Team sind auch Spezialisten der Kantonspolizei Zürich im Einsatz. Sie vergleichen die Anruferlisten mit der Passagierliste. Neu für das Care-Team war diesmal, dass auch Überlebende zu betreuen waren. Bis jetzt wurden bei sämtlichen Unglücken, die wir hatten, sind sämtliche Leute umgekommen. Wir haben die Angehörigen betreut. Diesmal ist es anders. Diesmal haben wir wirklich Opfer, die den Absturz überlebt haben, teilweise völlig unverletzt überlebt haben. Und die dürfen wir jetzt auch betreuen. Zu den weiteren Aufgaben des Care-Teams zählen in den nächsten Tagen auch Betreuungsdienste rund um die Gedenkfeiern. Und das waren in dieser Sendung unsere Berichte und Interviews zum Flugzeugunglück. Jetzt noch zu anderen wichtigen Themen des Tages. Zuerst Afghanistan. Die letzte Bastion der Taliban im Norden, die Stadt Kunduz, ist gefallen. Das meldet die Nordallianz. 12 Tage lang hatten Truppen der Nordallianz Kunduz belagert. Was bei der Eroberung der Stadt genau geschehen ist, ist unklar. Bilder gibt es bisher keine. Ungewiss ist auch das Schicksal der Ausländer, die an der Seite der Taliban kämpfen. Vormarsch auf Kunduz. Diese Nordallianz-Kämpfer haben 20 Kilometer vor Kunduz ihre Basis aufgeschlagen. Von hier aus stoßen sie mit Soldaten und Geräten gegen die Stadt vor. Diese Kämpfer unterstehen dem Kommando des tadschikischen Generals Daud Khan. General Daud macht vor den Medien klar, dass er keine Kompromisse eingehen will. Wenn die Taliban nicht wie vereinbart kapitulieren, dann bleibt uns nur noch eins, der Kampf. Derweil stehen Kämpfer der Nordallianz Spalier, um diejenigen Taliban zu begrüßen, die kapituliert haben. 2000 haben sich laut der Nordallianz ergeben. Ein Großteil soll sich geradewegs den Kämpfern der Nordallianz angeschlossen haben. Ob die Kämpfer der Nordallianz die ausländischen Taliban wie vereinbart in Internierungslager gebracht haben, ist unklar. Im Norden Pakistans haben sich unterdessen tausende paschtunische Stammesführer versammelt. Sie appellierten an die Teilnehmer der Afghanistan-Konferenz in Bonn vom kommenden Dienstag, eine für alle Seiten befriedigende Lösung zu suchen. Denn Afghanistan brauche nach all den Kriegsjahren endlich Frieden. Mehrere Nachrichtenagenturen berichten, dass gefangene ausländische Taliban-Kämpfer in Mazar-i-Sharif gegen ihre Gefangenschaft revoltiert hätten. Die Nordallianz habe die Revolte niedergeschlagen. Dabei sollen Hunderte von Taliban-Kämpfern getötet worden sein. Im Nahen Osten bleibt die Gewalt an der Tagesordnung. Palästinensische Hamas-Kämpfer töteten im Gazastreifen einen israelischen Soldaten und israelische Soldaten erschossen bei Bethlehem einen jungen palästinensischen Demonstranten. Israelische Kampfhelikopter griffen zudem mehrere Gebäude der palästinensischen Verwaltung im Gazastreifen an, darunter ein Regionalbüro von Arafats Fatah-Organisation und das Oberkommando der palästinensischen Küstenwache. Morgen werden in Israel 2 amerikanische Vermittler erwartet. Ihre Mission steht unter wenig erfolgversprechenden Vorzeichen. Die Firma Advanced Cell Technology im amerikanischen Massachusetts nimmt für sich in Anspruch, erstmals einen menschlichen Embryo geklont zu haben. Die höchst umstrittene Technologie dient nach Firmenangaben nicht der Erzeugung geklonter Menschen, sondern therapeutischen Zwecken. Man könne damit im Labor Stammzellen zur Behandlung verschiedener schwerer Krankheiten gewinnen. In der Nähe von Bellinzona kam es in der Nacht auf heute zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto mit 5 Jugendlichen prallte in eine Mauer. Alle 5 im Alter zwischen 15 und 20 Jahren kamen ums Leben. Es handelt sich um einen Selbstunfall. Auf der Kantonsstraße zwischen Claro und Bellinzona geriet der 18-jährige Automobilist in einer Rechtskurve ins Schleudern und prallte gegen die Mauer eines Stalls. 4 der 5 Opfer starben auf der Stelle. Es handelt sich laut Polizei um jugoslawische Staatsangehörige. Das 5. Opfer, ein 14-jähriger Schweizer, starb auf dem Weg ins Spital. Lausanne erhält einen grünen Stadtpräsidenten. Daniel Breda wurde mit klarem Vorsprung vor der FDP-Kandidatin Doris Gohan-Dumani gewählt. Breda erhielt 10.481 Stimmen, die Stimmbeteiligung lag bei 27,2%. Der 51-jährige Stadtrat Breda ist in Lausanne sehr populär. Man nennt ihn wegen seiner Körpermaße auch den grünen Riesen.
Jetzt zur Fußballmeisterschaft, zur drittletzten Runde. Grasshoppers und Servette hatten heute die Chance, sich definitiv für die Finalrunde zu qualifizieren. Aber nur Servette hat es geschafft. Wilson Oruma schoss das entscheidende Tor bei Servettes Auftritt in Bern. Gegen die Youngboys traf der Nigerianer bereits in der 8. Minute. Nach der zweiten Heimniederlage bangen die Youngboys weiter um einen Finalrundenplatz. In den anderen beiden Spielen gewann Basel in Lugano 2-1, während sich GC und der FCZ 0-0 trennten. In der 28. Eishockey-Runde schaffte Lausanne die große Überraschung. Der Aufsteiger gewann in der Alment gegen den SC Bern 5-3. Wie schon beim 4-4 gestern gegen Schlusslicht Chur offenbarten die Berner eklatante Schwächen. Lausanne nützte diese rigoros aus und festigte mit dem Sieg seinen Platz über dem Strich. Davos schlug im weiteren Ambri 2-2, die ISCL Tigers besiegten Rapperswil 2-0 und Zug gewann gegen die Kloten Flyers hoch mit 6-0. Und damit sind wir am Schluss dieser Tagesschau vom 25. November. Mit den neuesten Informationen melden wir uns wieder um 22.40 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen guten Abend. Auf Wiedersehen.